Hallo Leute, ich bin hier heute bei mir im Büro. Ich habe heute den Marco Boyer, Eigentümer von Sottmar, zu mir eingeladen, weil ich ihn ein paar Fragen stellen möchte für euch über die Situation von den Carabinfolien von Sott und gerade wegen der Elemento, die Carbonfolie. Der kommt jetzt gleich zu mir, dann werde ich mich bei ihm kurz mit ihm hinsetzen und unterhalten, damit er uns aus erster Hand Informationen gibt über die Situation Sott, Elemento und wie die Lage mit den Folien ist. Dann haben wir die Informationen direkt von Marco Boyer. Bis gleich! Hey! Ich schreibe dann! So, Luke! Dus hier werk jij? Zo. Hier werk ik. Ja, mooi. Nou. Dus. Nou. Goed dat je hier bent. Goed dat je hier bent. Oké, dankjewel. Ja, ik ook. We gaan ons over Sott en Sottfolie unterhalten, Carabinfolie. Oké. Okay. Wo zit Sott im Markt en wie ziet het met de Carabinfolie? Ja, dus wat wil je weten? Wat wil je eerst weten? Wat Sottfolie is? Of? Ja, wat is Sottfolie? Oké, okay, nou wat wij doen, eigenlijk is zo, je moet het zo zien, we hadden vroeger een deal met Arlon. Ja, vroeger hadden we een samenwerking met Arlon. Ja, ja. Dus de naam Ultimate Premium Plus, dat was van Sott. Die UPP. Ja, ja, wij hebben dat verzonnen. De kleuren hebben wij verzonnen. Ja. En alle namen hebben wij verzonnen. Dus wij deden de marketing. Sott hat das ganze Marketing von der UPP gemacht, mhm. Sott hat die Farben angegeben für die UPP, mhm. Und Arlon war letztendlich nur der Hersteller der Folie. Ja, ja? Und wir haben den Deal, ja. Arlon leverde over heel de wereld, Sott mocht het ook. Und Sott deed vooral Deutschland und de Benelux. Also Sott hat sich mehr auf den deutschen und Benelux-Markt damals fokussiert, ja. Und Arlon hat die ganze Welt. Ja, bedient, ja. Maar Sott kreeg altijd wel royalties en alles, omdat wij natuurlijk onze input gaven. Ja, ihr habt dann die Farben angegeben und habt für jeden Verkauf een royalty gekriegt, damals. Ja. Ja, ja. Maar een paar jaar geleden zijn we gestopt daarmee, en nu maakt Sott het zelf. Genau, also vor ein paar Jahren, das weiß ich ja auch noch meiner eigenen Erfahrung, hat Arlon damit gestoppt, die Folien herzustellen und dann habt ihr angefangen, das selber zu machen. Ja, ja, ja. Wir haben eigentlich gesagt, wir trekken uns zurück. En we gaan onze eigen folie maken. Dus het was ook een stuk van ons eigen initiatief. Ja, ja. Wij maken zelf geen folie. Wij zijn net als Apple en als Nike. Ja. We hebben geen fabriek, alleen wij werken met fabrieken. Also Sott arbeitet zusammen in collaboration met fabrieken die folien herstellen. Ja. Hier in Europa. Ja, ook in Amerika. Auch in Amerika. Ja. En overal, behalve Azië. Also kein Asienmarkt, nee. Europa, Amerika. Mhm. Dort sind die Fabriken und Sott mietet sich in die Fabriken ein, um Folien herzustellen. Precies, precies. Okay. Dus wat wij doen, ik ben daar veel en ik werk met ze samen en dan zeg ik, ik wil dit of ik wil dit. En inderdaad, ik huur ruimte en tijd om te zeggen, nou maak voor mij dit product. Ja, also du bist selber auch vor Ort in den Fabriken und gibst denen Anweisungen von so und so will ich die Folie aufgebaut haben in diesen Farben, mit diesen Effekten. Precies, und du mietest dir dann die Zeit ein, dass die Fabrik die Folie für dich. Ja, ja, want het punt is, wij houden van speciale dingen, hebben we altijd gedaan. Ja. Denk aan de namen zoals Batwing en Deathcrow. Ja. Maar wij zoeken altijd het moeilijke. Dat weet je. Wij doen, Deathcrow is een hele moeilijke kleur om te maken. Ja. Batwing is een hele moeilijke kleur om te maken. We hebben het. Maar wij houden van uitdagingen natuurlijk. Afgevallen, ja. Ja, dus van een mooie. Zodat zich een beetje onderscheidet ook van de andere folienherstellers qua effecten en speciale farben en speciale kleuren. Maar dat maakt het voor dich natuurlijk niet einfacher, die folie herzustellen. Absoluut, absoluut. Ja, maar dat is het punt. Ja. Dat is, en we leren ook bij natuurlijk. Ja. Maar de folie is wel heel bizar mooi, dat zegt ook iedereen. Ja, de folie is ook schön. Dat stimmt. Ja. Also, ja. We hebben niet veel farben momentan, maar die farben die daar zijn, die zijn wirklich schön en ausgefallen en anders. Ja, en we brengen wel weer vrij veel nieuwe kleuren terug. Dus kleuren die toen de tijd heel populair waren, die komen weer steeds meer terug. Also die alten farben die sehr populair waren zur Arlon-Zeit, meinst du? Ja. Die willst du mit der Zeit langsam wieder matchen und alles wieder zurückbringen, was sehr populair damals war. Ja. Okay. Ja, dus dat gaat er komen. Alleen je merkt wel dat markten verschuiven. Dus kleuren die vorig jaar heel populair waren, die veranderen nu. Dus, en we luisteren vrij veel met jongens. In de rap scene die Folie am sprechen sind und über UPP Carabinfolie
und du hier bist, möchte ich dich gerne mal über ein Update der Situation der Elemento, der Kartenfolie. Ja, ich kriege immer wieder Kunden am Telefon. Mein Hook. Oder E-Mails aus der ganzen Welt von Leuten, die sagen, wann habt ihr wieder Elemento? Warum dauert das immer so lange, bis Sott Elemento hat? Und ich möchte, dass du mal richtig erklärst, was der Hintergrund ist. Gott, ja, precies. Nou, het is zo, kijk, Elemento is een hele aparte folie. Wij zijn er al, voordat we ermee uitkwamen, 2 jaar geleden, waren wij er al 2 jaar mee bezig om die goed te krijgen. Also 2 jaar hast du dran gearbeitet, om die folie überhaupt mal goed te bekommen, bevor du die auf den Markt gebracht hast. Er zijn vijf fabrieken. Fünf fabrieken sind damit involviert. Juist, om het te kunnen maken. Dus dat is niet zomaar even maken klaar. Nee. Dat is het punt. Het nadeel ook is dat je de fabrieken niet bij elkaar zit. Ja, die Fabriken sitzen natürlich nicht eine nach der anderen. Sind ja auch noch in verschiedenen Ländern. Also fängt in Amerika an und dann Frankreich und hier in Holland ja wahrscheinlich auch noch Endstation. Also das ist die hele Logistik. Dabei, sehr schwierig. Dabei ist de kleuren opbouw is 6 keer 6 kleuren op elkaar, omdat die tiefe van de carbon effect te krijgen, zijn dat 6 verschillende schichten aan farben. Elemento maken is gewoon niet makkelijk. En het is, we zijn er, zoals ik eerder vertelde, 2 jaar mee bezig om dat goed te krijgen. Voordat we het überhaupt konden maken. Maar die rollen zijn 1200 meter lang. 1200 meter lange rollen, dat zijn die masterrollen die in die machine reinkomen, die jumbo rollen. Ja, want je hebt al 100 meter nodig voordat die goed loopt in de machine. En aan het einde ook weer 100 meter om hem door te laten lopen. Dus je raakt 200 meter kwijt aan die rol. Also van de 1200 meter brauchen we eerst maar 100 meter die in die machine reingefügt werden, om die machine te kalibrieren, den druk en alles te kalibrieren. Die werden weggeschmissen. Und am Ende sind nochmal 100 Meter, die auch weggeschmissen werden. Also von den 1200 Meter bleiben eigentlich nur 1000 Meter übrig. 200 Meter können wir gar nicht gebrauchen. Das ist aber normal. Darum ist es auch so teuer. Ja, darum ist die auch so teuer. Man kann keine kurze Rolle machen, weil wenn du kurze Rolle tust, dann gooi je auch wieder 100 Meter. Ja, die kürzeren Rollen machen auch keinen Sinn. Und zu große Rollen, noch größer, ist auch nicht gut, dann werden sie zu schwer. Dann sind sie zu schwer, wenn sie gaan in die sind. Ja, dann hast du Druckstellen auch noch auf dem, wenn die noch größer sind. Also 1200 ist die. Das ist der beste Maat. Die beste Abmessung. Ja. Aber davon gehen 200 Meter werden in die Mülltonne geschmissen. Ja, das ist aber normal. Ja. Aber dann haben wir natürlich schon wieder Materialverlust. Ja. Deswegen geht der Preis auch natürlich nach oben. Aber es ist schon ein heel moeilijk Produkt, um zu machen. Ja. Niemand heeft es. Wir sind die Einzigen eigentlich, die so ein Produkt haben. Das ist auch der meiste. Ja, das ist auch so. Das meest realistische. Das ist sehr wert. Allein das Problem, was wir kriegen, ist, dass wir in der letzten Zeit viel in der Logistik Probleme haben gekregen. Logistische Probleme haben wir. Ja, mehr als an die Transport. Basismaterial, Kleur. Toplaag. En dan is de basismateriaal had problemen. Als er één kleine lijn in zit, dan ga je dat zien. Also das Basismaterial meinst du die silberne Folie, wo nachher das Muster draufkommt von der Carbon, ja? Wenn da eine schiefe Linie schon drin sitzt, dann. Und wir reden hier über Rollen, über Jumbo-Rollen. Ja, das sind 1200 Meter lang. Ja, wij zitten eigenlijk al sinds vorig jaar augustus, dus eigenlijk al een jaar, zitten wij bij Sott. Te rommelen om het goed te krijgen, om het op tijd allemaal binnen te krijgen. Je bent seit einem Jahr sehr damit beschäftigt, om sneller Elemento auf Lager te krijgen. Want het gaat zo hard, bijvoorbeeld, er komt nu komt er bijvoorbeeld 4.500 meter binnen. 4.500 meter. En die zijn allemaal verkocht. Ja, die zijn schon wieder verkauft. Ja. En de volgende productie is volgende maand alweer ingezet. Nächsten Monat haben wir eine neue Produktion. En die maand daarna ook weer. Und danach, also Oktober haben wir noch eine Produktion, November haben wir noch eine Produktion. Ja. Aber das verkauft sich natürlich so schnell im Voraus, dass es ganz schnell wieder weg ist. Ja, dat is ook een punt, dat weet natuurlijk een klant niet. Maar alleen al om het basismateriaal goed te krijgen met de goede additieven, dat is zo moeilijk. We hebben bijvoorbeeld dat de leverancier van de kleur, de additieven, niet kan leveren. Die hebben een probleem misschien met die pigmenten vielleicht. Also das Problem, en dan blijft alles liggen. Das Problem ist natürlich auch, dass wir von anderen Leuten abhängen. Allemaal. Ja, das ganze Prozess, die Basisfolie, die Silberfolie, wenn dein Lieferant von Pigmenten dich nicht beliefern kann, dus dan kan Fabriek 1 kan die basisfolie niet maken. Maar Fabriek 2 kan die niet bedrukken. Is allemaal bijvoorbeeld al geschematiseerd. Ja. Ja. Maar die kan niet verder, dus die moet stoppen. Ja, dus dan stopt alles, dan stopt het hele proces. Wenn een productie, het hele proces niet functioneert. Je moet ongeveer in de gaten houden, één productie, één run,
kost ongeveer 3-4 maanden. Eine Produktion sind 3-4 Monate. Ja, om dat helemaal klaar te krijgen. Om dat alles compleet fertig te hebben. Ja. En, wow. En wij hadden nooit verwacht dat het zo hard zou gaan. Ja, we hebben natuurlijk niet erwartet dat die mensen zo veel elementen hebben möchten. Ne? Wat natuurlijk schön is. Super, ja. Maar ja, voor ons ook frustrerend als soort, dat we niet jedem damit glücklich machen. Ja, precies. Ik bouw als een stekker. Ja, ik ook. Ik vind dat ook schade. Maar het komt weer goed. Het wordt beter dan het was. Ja, we zijn natuurlijk iedere keer wat beter aan het maken. Ja. We hebben wat problemen gehad met allemaal kleine dingetjes hier en daar. Ja, dat zijn wel veel kleine problemen al geweest. Maar als je bekijkt, we hebben bijvoorbeeld vorig jaar 12.000 meter gemaakt, minimaal. En daar is, als je dan telt de aantal rollen die dan iets hebben of problemen, dat is zo weinig dan nog. Also van 12.000 laufmeter Elementen die letztes jaar verkauft worden, ja, waren minimale rollen die problemen presenteren. Ja, dus er zijn natuurlijk. Und die hebben zich letztendlich ook nog verkauft. En man kan die ook voor kleine Teile, voor Spiegel, voor Innendekoration. Also denn wenn wir über Probleme reden, dann reden wir über vielleicht kleine weiße Punkte, die auftreten, weil keine Pigmente auf die Folie gekommen sind und dann schimmert das Silber unten durch. Precies, oder dass vielleicht ein kleiner schiefer Zug in dem Druck ist oder so, kann auch passieren. Aber die kann man ja auch beter, da wird nu allemaal beter. Das wird alles besser. Dus we zijn die gaan improven. En natuurlijk, we zijn ook weer verder aan denken met nieuwe ideeën. Ja, logisch. Want de nieuwe ideeën komen dan natuurlijk ook dazu. Ja. Ik heb wat dingen laten zien aan onze Soft Front Soldiers tijdens de Secret Mission. Ja. Dus die weten dat er nieuwe dingen aankomen. Nieuwe farmen en zo. Dus dan laten we dat, mag ik nog niet zeggen. Nee. Also die Front Soldiers müssen auch ihren Mund halten. Die haben das nämlich auf der Secret Mission gesehen. Das sind neue Farben, neue Effekte, die du präsentieren möchtest. So, also so ist dann. Aber das muss erstmal, wir müssen erstmal Elemento und dann machen wir neue Farben und neue Effekte. Ja, precies, so kann man das. So machen wir das. Ja. Marco, und du hast mir auch mal erzählt, dass beim Transport ab und zu auch mal was schief geht. Wir hatten vor kurzem, glaube ich, ein Problem. Klopt, ja. Een flinke transport van de remote. Nou, weet je wat het punt is? Het is zo dat die, omdat er dus inderdaad zoveel fabrieken erbij betrokken zijn, gaat het van de ene naar de andere. Ja, dat gaat ja van fabriek 1 naar 2 naar 3. En dat moet jedes Mal dan die rollen op een vrachtwagen, op een lastwagen. Ja. En transportiert worden. Of per vliegtuig of per boot. Of met vliegtuigen. Maar wat je hebt soms, dat iets omvalt en ook al hangen die rollen in speciale kratten, hebben wij vorige keer gehad dat de laatste order, dat ze over elkaar heen zijn gevallen en dan krijg je een indruk, een imprint in de rol. En dan kan je die niet meer gebruiken. Nee, je ziet het direct. Also die rollen die standen im lastwagen en der musste bremsen. Die zweven een frame. Und die sind in so einem, das ist eine Jumbo-Rolle von 1200 Laufmetern und die sind natürlich in einer speziellen Konstruktion, dass die da drin schweben. Aber wenn die sich einmal bewegen, da hat sich eine gegen die andere zerquetscht. Also eentje ist gaan teleskoperen. Und dann ist noch von innen die Folie raus, wie so ein Teleskop. Also kann man die nicht mehr durch die Maschine schicken. Denn sonst würde das Muster von der Carbon würde ja so sich drucken. Ne? Dann krieg je das normale strukturelle Carbon. Ja, dann gibt es Triathlon. Also ja, nee, das geht nicht. Het is so moeilijk. Also es ist op de, dit jaar, want we hebben een productie geprobeerd in mei, die mislukte. In mei hatten we ook een productie, daar hadden we ook pigmentproblemen. En daar hebben we die ganzen 3000 laufmeter haben wir verloren. Ja. Die konden we compleet wegschmeißen. En dat is ook weer van één van de fabrieken heeft dat probleem en de rest merkt het. Ja. Dan heb je gehad, in juli hebben we een kleine testproductie gedaan, die ging goed. Ja, in juli hebben we een kleine test gemaakt. Ja, en dat nu, is goed gegaan. En deze die nu er nu is, die is dus helemaal gaan geschuiven. En die zijn dus allemaal beschadigd. Nou, dan gooi je heel veel weg. Ja, dus daar waren vier, geloof ik. Vier van de jumbo-rollen waren in de lastwagen. Vier van 1200 meter. Van 1200 meter. En die hebben zich compleet alle beweegd. En eine konden we gar niet benutzen davon. Je ziet het. Ja, je ziet de imprint. Ik heb die foto's ook davon. Also, wenn einer foto's hebben möchte, ik kan die ook zeigen. Dat is geen probleem. Ja, wie man ziet, wie die rolle zich van innen raustunnelt. Und wenn die dann vor dem Drucker hängt oder die Stanzmaschine, dann ist es unmöglich, die da reinzubekommen. Dus nu, het lijkt wel of er een vloek heerst. Ja, als die een vloek over ons. Ja. En nu, we hebben dat weer besproken, de kratten worden anders, die worden beter gesield. En dus, we gaan also die dozen, wo die drin sind, die werden nog besser en fester gemacht, dass das nicht passieren kann während dem Transport. Also wir versuchen uns mehr und mehr zu verbessern, dass es schneller,
mit der Elementor geht, dass die Qualität sich immer wieder verbessert. Klopt. Wat we ook doen, dat is een hele goede, zit ik meestal aan te denken, dat weten veel mensen niet. En veel klanten weten dat niet, en soms distributeurs ook niet. De rollen zijn normaal 25 yards, dus 22,85 laufmeter zit op jeder rolle normaal drauf. Ja. Ja. Maar omdat de folie zo super gecompliceerd is en zo gedetailleerd, kan je wel eens een klein foutje hebben. Ja. En daarom hebben iedere rol heeft een aantal meters extra gratis. Okay. Dus, wenn du eine Rolle kaufst. Ja, dus een volle rol is 25 meter. Okay. Maar wij zeggen 22,85. Dus der Kunde bezahlt 22,85 Laufmeter. Maar dat is 25. So ist es auch beschrieben, dass die Rolle 22,85 Laufmeter hat. Aber dadurch es so kompliziert ist, die Folie herzustellen und immer wieder vielleicht ein kleiner Punkt oder eine kleine Imperfektion auftreten kann, haben wir 25 Laufmeter auf der Rolle, auch wenn der Kunde 22,85 bezahlt, damit diese möglichen kleinen Fehler kompensiert werden mit mehr Folie. Ja? Ich würde sagen, genau. 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 Was du jetzt kriegst, ist, dass du, bijvoorbeeld, als du eine Motorkappe machst, dann will ich nicht eine Linie aufstreben. Wenn du eine Motorhaube machst, dann willst du keine komische Linie haben. Und wenn du 2 Meter extra hast, dann hast du ja extra. Dann kannst du spielen damit. Und andere Stücke kannst du gebruiken. Ja, für kleine Details, für Spiegel, für Indekoration oder wie auch immer. Dus alle Rollen sind 25 Meter. Also alle Elementor-volle Rollen sind 25 Laufmeter auf, wenn der Kunde 22,85 Laufmeter bezahlt. Ja. Super. Ja. Also Marco, ich denke, dass du mir viel mehr Information gegeben hast. Super. Danke dafür. Und mit dieser Information kann ich auch für meine Kunden natürlich was eine bessere Einsicht geben und diese Information mit denen teilen, damit die aus erster Hand, aus Sotthand, direkte Informationen über Carabinfolie und über Elementor haben. Und dass es nicht über dritte Leute oder weil der erzählt hat oder der gesagt hat, das ist die Sotsituation. Ja, was auch für gut ist, wollte ich vertellen, Sandra, da sind Jungs in der Markt, die haben mein eigenen Kontakt und die reagieren wel eens auf mich, ob die willen iets weten von mir, ob die mailen was für Fragen. Ik wil ze graag allemaal beantwoorden, maar dat gaat gewoon niet. Ik ben veel onderweg en ik ben in die fabrieken aan het sturen. Ja. Maar daar ben jij voor, dus dan kunnen ze bij jou terecht. Ja. Jij belt me nog 's nachts op. Dus der Marco, der kriegt unheimlich viele Anfragen von Folierern aus der ganzen Welt, auch aus Deutschland, Kontakte, die er hat, Freunde, die er gemacht hat über die Zeit in Börsen und Events. Marco hat leider nicht die Zeit. Marco muss sich konzentrieren, Elementor für uns zu machen und Carabinfolie für uns zu machen. Also für jede Frage, die ihr über Carabinfolie habt von SOT, jede Frage, die ihr über SOT habt, ich bin euer Ansprechpartner. Ich bin für euch Tag und Nacht da. Ihr könnt mir eine E-Mail schicken an sandra@sot-international.com. Und ich bin happy, euch sofort zu beantworten. Ich arbeite von zu Hause, also mein Computer ist den ganzen Tag an. Und wenn ihr Fragen habt über SOT, Marco, Elementor, Carabin, Tönungsfolie, whatever über SOT, bitte meldet euch bei mir, ja? Und weet je, und sonst kann es natürlich auch so sein, als wir ein Event haben, weer, of ja, wenn wir ein Event haben, persönlich, dann kann das wel. Ja, logisch. Für jou können sie das schneller regeln. Ja, auf dem Event bist du ja auch dabei, da können sie mit dir persönlich reden. Ja, natürlich. Aber du bekommst 1000 E-Mails. Ich bin gek van. Ich weiß. Weet je, Sandra, ik ben blij dat jij bij ons zit nu en dat jij zorgt voor de klanten. Ik heb aardig wat contacten met uiteraard fabrieken, distributeurs. Ja. Maar ook met monteurs, met plakkers, car wrappers en window tinters. Vind ik helemaal super dat sommigen zijn aan te reageren. Ja. Met balen als een stekker van. Maar daar ben jij voor. Dus willen mensen snel informatie en contact, dan moeten ze gewoon bij jou zijn. Ja. Jij belt me nog wel 's nachts op, dus jij weet me altijd te vinden. Ja. En ik geef ook altijd gelijk de eerste informatie uit eerste hand. Die heb je ook van ons. Ja. Maar soms kan ik niet altijd op tijd reageren. Want dan zit ik weer in het buitenland en dan moet ik hup in één keer weg om dingen te regelen. Dus dan weten ze, mensen kunnen altijd bij jou terecht. Ja. Als ik niet altijd reageer, dan weten ze wel van, ja, het ligt niet aan mij. Ik wil het wel, maar het gaat gewoon niet. Gewoon naar mij. En nogmaals, ik hou graag contact met de klanten. Ook als we evenementen hebben, kunnen ze met me spreken. En doen we een bakje of een biertje, vind ik helemaal prima. Maar ik kan gewoon niet altijd reageren. Nee, dat is het. Dus, ik heb vorige had ik uit Australië midden in de nacht, ja. Ik reageer. Marco, danke. Vielen Dank, dass du heute hier bei mir warst. Graag gedaan. Dass du mir mehr Informationen über die Situation mit den Carabinfolien von SOT gegeben hast und gerade wegen der Elementor. Mit dieser Information kann ich dann besser mit meinen Kunden kommunizieren. Super.
Ja? Dan gaan we maken. Oké. Oké. Succes!